Moin moin Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Enshrouded. Ja, die letzte Folge, was war denn da los? Wir waren sehr viel in Miasma unterwegs. Naja, also wir sind irgendwie hier gereist, dann hier so, zack, zack, zack. Und dann haben wir das hier noch zufällig gefunden, eine Wurzel. Und dann wollten wir noch irgendwie hier hinkommen, aber es ging nicht, weil das übel, ja, wir waren unterhalb und das war noch sehr weit oben. Das wollen wir dann auch irgendwann ja, besuchen gehen. Ja, dann sind wir hier so lang gegangen. Komplett. Und dann sind wir hier so gegangen. Ja, das war echt eine Strecke. Ne? Wir waren sehr lange im Miasma auf jeden Fall. Gut, aber jetzt, wo wir jetzt an der Oberfläche sind, können wir jetzt endlich diese Quest machen. Und dann von hier aus gehen wir hierhin, dahin. Und dann denke ich mal, haben wir erstmal fertig, ne? Gut, dann geht die Reise weiter. Let's go. Da würde ich auch mal so gern reingehen. Gut, die lassen wir mal in Ruhe. Ja, das ist Zuckerrohr, ne? Ja, brauchen wir nicht. Was bist du denn? Ja, verpackter. Dude. Was? Er lebt ja wieder. Okay. Ja. Den lassen wir in Ruhe, der ist unverwundbar. So ein Scheiß, ey. Was ist da unten? Okay. Ey, ich weiß ja nicht. Müssen wir da runter? Oh. Das ist irgendwie so ein Eingang, ne? Und ich habe keinen Bock, wieder ins Miasma zu gehen. Ah, ich verstehe. Nein, nicht jetzt. Wir gehen erstmal da lang. Weil hier ist doch die Dingens hier, die Begegnung. Genau. So, kommt her. Huch! Okay. Ja, Wasser nehme ich gerne mit. Und Eier. Oh, wir haben Mehl. Ach so, das ist Knochenmehl. Schade. Okay, gut. So, was genau soll ich hier eigentlich sein? Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir hier? Ich wollte doch nur looten. Na, ist da hier noch irgendwas? Nö, nö, nö. Aber hier. Okay. Gut, 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 gut. Aber ich verstehe noch nicht mehr mit der Dingensquest hier. Okay. Position erreicht, aber.
Was genau müssen wir denn suchen? Ah, guck mal. Ich glaube, wir haben es geschafft. Easy. Cool. Dann wäre das erledigt, ne? Mit der Quest hier. Und das Schöne daran ist, wir haben schon wieder nachts. So, dann würde ich sagen, auf zur Gerbereistation. Und weil wir vorbereitet sind, haben wir natürlich keine Fackel oder sonst irgendwas. Wir haben gar nichts, ne? Nicht einmal so ein Irrlicht oder so? Wait. Oh no. Oh, das ist Kalkstein. Das ist Kalkstein. Oh, guck mal, ausgeruht. Sehr schön. Gut, 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 gut. Aber die haben hier keine Betten, ne? Okay, jetzt haben wir 11 Minuten Ausgeruht-Bonus. Ich will noch einfallen. Ui, haha. Ah. Warte mal, können wir uns ein Bett craften? Nee, das wäre ja zu schön. Das wäre ja zu schön. Das ist noch eine Falle. Oh Mann, diese Kacknacht, ey. Und uns fehlt echt ein einziger Stein. Warte mal. Außer ich kriege auch bei euch einen Stein. Nee, das ist alles Kalkstein, ey. Das ist Kacka. Wir haben echt ein fettes Problem. Okay. Meckern hilft nicht, wir müssen weiter. Ja, die Frage ist, ist das über uns oder nicht, ey? Was? Okay, und tschüss. So, wir haben hier Steine. Leute, warte mal. Noch mehr Eier zum Frühstück. Nice. Kalkstein oder nicht Kalkstein? Das ist ja hier die Frage. Halt, stopp. Wir haben Stein. Das bedeutet, Leute, wir haben jetzt einen Flammenaltar. Oh mein Gott. So, das werden wir jetzt mal hier aufstellen. Weil wir jetzt eh hier sind. Und wir gehen erstmal schnell nach Hause. Hohoho. Und ja, wir müssen schlafen. So. La 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 la. So, wunderbar. Wir sind auch erholt. Wir haben ja alles. Ja. Da geht's weiter. So. Ja, die Nacht ist zwar nett, aber es ist mir zu dunkel. So, und weiter geht's. Aua. Oh mein Gott, gibt's hier einen Nager oder was? Ja, jetzt bist du dran. Gut. Und weiter. Ja, das ist Miasma, ne? Hab ich gesehen. Ja, Preisfrage, wie kommen wir hoch? Nö. Auf jeden Fall nicht so. Okay.
Okay. So sollte es gehen. Sorry, auf euch habe ich keine Lust. Ich muss weiter. Ah, hier haben wir Paprika. Das Kupfer. Ah, wir müssen auch noch Zimt haben, ne? Mann, Mann, Mann. Oh. Bah, die Sonne. Uah. Nee, komm. Wir müssen dorthin. Oh, warte, du kleines Baguette. Bitch. Hey. Warte doch mal, chillt mal euer Leben. Jetzt bist du dran. So. Ja, irgendwo hier, ne? Abstehen. Keine Eier. Not cool. Bleib hier, du Hühnchen. So, wunderbar. So, ich habe keine Ahnung, was man hier machen soll, aber ich kletter einfach wie ein Verrückter hier hoch. Und das klappt immer. Naja, fast. Oh nein! Okay. Jetzt sind wir in irgendeiner Höhle. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Egal. Oh, das ist eine Goldkiste. Huch. Okay, wunderbar. Oh, der hat sogar Wasser. Schön. So, was haben wir denn hier? Bam. Wow. Eine Hose. Wir das benötigen, ne? Nö. Ja, wieso leuchtest du so? Okay. Oh, das ist noch so eine nette Kiste. Oh, netter Heiltrank. Cool. Was war hier? Gelbereistation, ne? Ja, was haben wir denn hier? Ich werde dir glauben. Ich werde dir gelangen. Ich werde zu dir gelangen. Das lese ich da manchmal. So. Ich komme nicht länger. Ich kann nicht länger warten. Mit angehaltenem Atem reise ich zum Umbra-Krater, um mich dem Auftraggeber zu stellen. Nachdem er Bekanntschaft mit meinem Messer machte, sagte er mir, dass du von den Regen in die Taufe gekommen bist. Er sagte, dass du oben am Rabenblick-Bergfried eingesperrt wurdest. Aber keine Sorge, sein Hals ist aufgeschlitzt. Sein Körper bereits geheilt, er wird unsere Familie nicht mehr belästigen. Sie vergehen alle auf dieselbe Weise, Teile dieselben Puzzles. Der Rabenblick-Bergfried wird dich nicht lange erhalten, Schwester. Ich werde dich befreien. Gib Acht und warte, bis ich dich rette. Wir werden unsere Rache bekommen und dieses Land einen. Stets an deiner Seite, Kandal. Warum ist es hier jetzt so dunkel?
Wait a minute. Werbestation. Wieso ist sie jetzt dort? Oh, okay, ich verstehe. So, ja, dann können wir jetzt unsere Reise mal ja, dort fortsetzen. Weil hier ist ja irgendwie gefühlt ja nichts mehr. Okay, wunderbar. Wie geht's nochmal hier raus? Ah ja. Was? Da ist ja noch was. Wieso habe ich das übersehen? Ruhm für Mutter Lupa. Wir haben die Mauer durchbrochen. Lupa hat einfach den Stein zertrümmert. Und hinter den Schutt befand sich tatsächlich eine Höhle. Wir fanden uns sofort unter ein paar Wurka. Aber die Mutter hat sie in ihrer blinden Wut beinahe lebendig gehäutet. Sie kann jede Bestie zähmen. Sie ist Kuschen und vor ihrer Gnadenlosigkeit erstarren. Aber hier werden wir nicht aufhören. Die Welt gehört uns. Der Rabenblick Beckfried ist erst der Anfang, Schwester. Nee, erst der Anfang, so. Die Schwester von Lupa wird sich Sorats annehmen. Während wir uns ein eigenes Versteck bauen. Aber selbst den Umbra-Krater überstrahlen wir. Ehre der großen Mutter, Lupa. Okay, vieles hat mit dem Umbra-Krater was zusammen gehabt, ne? Und da waren wir schon. Ja. Oh, da müssen wir schon wieder hin. Oh, da. Nee, ach nee, das war ja hier, ne? Mit der Wurzel. Okay, ja. Gerberstation ist hier. Aber was hier noch ist, da müssen wir auch noch gucken. Aber wir müssen erstmal hier hingehen. Was wir markiert haben, ne? Let's go. Oh, so wäre ich da so hochgeklettert. Okay. Wir sollten mal wieder futtern. So, und weiter geht's. Das muss das Lager sein, ne? Ja, südliches Karawanenlager. Okay. Okay. Oh. Was bist du denn? Oh, achso, da kann man schlafen. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Was? Ich habe die Falle gar nicht gesehen. Lol. Okay, dann haben wir noch da und da noch was. Okay. Hopp. Oh, ein Flammenschild. Der ist ja cool. Der ist ja cool. Ja, rüsten wir mal direkt aus, ne? Aha, endlich. Jetzt haben wir ein schönes Schild. Aber, hey, was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Man würde denken, dass Königin Jasmina mit ein wenig Stil reisen würde. Mit Klasse. Richtig, ganz luxuriös. Mit Elixier und Wein, nicht wahr? Aber hier ist nichts. Nur Malfarben und Kissen. Pah. Wenigstens habe ich einen Almanach der Pflanzen und Setzlinge in Jasmas Zelt gefunden. Ich werde einfach so tun, als hätte es keine anderen Schätze gegeben. Wenn Simon nachfragt. Ich hoffe, ich kann den Knacker hinters Licht führen. Ziemlich scharfsinnig, dieser Kerl.
Abgesehen von meinen privaten kleinen Schätzchen gibt es kaum etwas, was man für so rast gebrauchen könnte. Außer vielleicht die getrockneten Juckerfrucht. Aber erzählte das nicht. Mutter Kandal, das sind meine. Nee, das sind jetzt meine. Oh, guck mal, da liegen Bilder. Wieso kann ich die nicht nehmen? So, Rauch am Horizont. Ein fernes Feuer lodert auf den Dächern von Soratzrast. Wir waren zu spät. Die kamen von Ramlik Bergfried. Geflüchtet. Jetzt ist Soratzrast ein Scheiterhaufen des Wahnsinns. Einfach fürchterlich. Was würde Mama tun? Sie würde losziehen, bevor die Sonne aufgeht. Alles gepackt, hinter sich gelassen. Schnell und leise, mit dem Wind im Rücken, die Straße zur Glutwach ist eine gefährliche. Wir müssen los. Ihr sei Erlands. Gesegnet seien die Erbauer, Jasmina. Was ist das denn? Das ist ja noch was. An meine geliebte Königin. Deine Haut, olivbraun. Und zart wie eine Wüstenrosenknospe, deine Stimme ein sanftes Beben, ein warmer Hauch im Sommerregen, immer ein liebliches Sonett auf deinen Lippen. Mein Herz blüht auf, wenn ich dich sehe, ich möchte an deiner Seite sein, deine Fußspuren neben meinen im Sand sehen, den heißen Wind der Dünen spüren und mit dir tanzen, das ist alles, was ich mir wünsche. E. Cool. Und wir laufen mit der Rüstung. Yeah. So, egal. Wo ist unsere nächste Reise? Ah, yeah. Sie geht also dorthin. Gut, dann würde ich sagen, wir werden jetzt dorthin gehen und dann dorthin gehen und dann sind wir durch, ne? Hoffe ich. Weil die nächsten Quests sind schon im vierten Biom, so wie das aussieht. Ah. Okay, let's go. Wow. Ich frage mich echt, wie die Viecher da oben mal hinkommen, ey. Dein Fleisch. So, was haben wir denn hier nochmal? Ernsthaft? Pflanzenfaser? Ne, hier ist Paprika, ne? Genau, hier. Da war Zuckerrohr. Ui, und da sind wir hergekommen und da haben wir unsere Reise gemacht. So ein langer fucking Weg, ey. So, nehmen wir ein paar Äste mit. So, wir müssen mehr mal kurz gucken. Okay, wir müssen so lang. Okay. Dann nehmen wir mal hier. Gehen einfach mal hier ganz hoch, ne? Ja. Das muss es sein, ne? Kann das sein? Ja, das ist er. Dort ist er! Und wir waren da ganze Zeit da unten und konnten nichts machen, weil wir gedachten, ne, da geht es irgendwo hoch. Aber nein, das ist sehr weit oben. So, dann machen wir einen kleinen Schlossflug. Boah. So, was haben wir denn hier? Das E. Oh! Sind Gegner, okay.
Ah, du hast einen Trank dabei, ne? Das heißt, den usen wir mal. Zwar minus 1 für Miasma. Aber das brauchen wir aktuell gar nicht. Weil wir nicht im Miasma sind. Und hier gibt's, nö, hier kann man schlafen. Okay. Hier kann man also schlafen. Müssen wir das? Ich glaube nicht. Ah, oh, nee, das war wieder so ein abgefuckter. Okay. So, wir müssen noch ein bisschen weiter. Ach, was haben wir denn da? Ah, Salbei. Okay, gut, nehmen wir mit. Kann ja nicht schaden, ne? Ui, Metallschrott, Eier, Wasser. Das ist top. So, gibt es hier noch irgendwas Tolles? Nee, bis jetzt sehe ich hier gar nichts. Oh, da ist hier was zum Lesen, ne? Und wir haben hier Bücher, was wir auch noch so mitnehmen können. Hallo? Okay, da nicht. Hier ist nichts, ne? Okay, gut. Niemand überlistet mich. Thor kam gestern Abend von seiner Erkundungsmission zurück. Er warf mir diesen staubigen Beutel mit Schriftrollen zu und sagte: Neue Quest, Karawane. Okay, das sei alles, was sie erbeuten konnten. Ich kenne diesen Idioten gut genug, um zu wissen, dass er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Mein alter Freund hat selbst einen Schatz eingesteckt. Aber ich werde ihn nicht verpfeifen. Stattdessen werden wir ihn den einmal nach der Matrone als Tribut verschenken. Und den Schatz, nun, den wir Thor teilen müssen. Was auch immer im Zelt von Königin Jasmine erbeutet hat, wird er wohl an seinen Lieblingsplatz versteckt haben. Nach all dieser Zeit hat er immer noch kein besseres Versteck gefunden als die Spitze des alten Wachturms. Wachturm? Aha. Da müssen wir mal gucken, ob hier ein Wachturm gibt's. Oh, ist das ein Brunnen? Oh, cool. Noch mehr Wasser. Was? Das ist ja noch einer.
Okay. Da ist nichts. Naja, da liegen ja noch Ratten. Nee. Okay. Kann man da hier hochgehen? Ist das der Leuchtturm oder Turm oder wie auch immer? Also Wachturm, genau, das Wort habe ich gesucht. War da irgendwas? Plünderer Arena. Warte mal. Hier ist doch nichts. Komisch. Ja, das ist hier unten. Ach, das ist noch so ein Bastard. Okay. Was? Was war das denn? Oh mein Gott! Okay, mit dir soll ich das nicht verscherzen. Das ist ja die Mutti, die... Ja, die verarbeiten wir mal so. Wo ist hier der Schwachpunkt? Okay. So, und dann hätten wir das auch erledigt jetzt, ne? Wunderbar. Cool. Gut, 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 gut. Was? Hier ist auch noch was. Karawanenüberfall. Uiuiui. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir da hinkommen.
weiter oben, ne? Oder? Wenn ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir da hochkommen. Ich denke mal hier. Könnte man hier so lang gehen durch eine Höhle und dann hier so zack, ne? Denke ich mal. Das müssen wir uns erstmal ansehen. Ah ja. Wow, oh mein Gott, wir sind oben. Cool. Dietrich haben wir. So, und was gibt's denn hier so Schönes? Ja. Also das war jetzt nicht cool. Hier ist ja gar nichts. Okay, puh, das war knapp. Wegpunkt erreicht. Ah! Ist das etwa der Schatz? Ja, wow! Dafür habe ich mir die Mühe gemacht. Oh mein Gott. Aber das war jetzt die Quest, ne? Ja. Das war die Quest dazu. Hm. Cool, cool, cool. Gut, dann würde ich mal wissen, was da oben ist. Ui. Oh mein Gott. Oh, ja, 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 ja. Ja. Also, so wie es hier aussieht, gibt es hier gar nichts mehr, ne? Ich will wissen noch, was da unten ist. So. Naja, hier ist gar nichts. Okay. Aha, hier. Was macht der denn da? Ja, wunderbar. Dann sind wir jetzt fertig. Warte mal, was leuchtet da oben so komisch? Genau dieser Fass da oben. Genau das da. Warum leuchtet das? Und warum leuchtet das da? Ja. Erstmal gucken, wie wir da hochkommen. So wird das nichts. Okay. Was? Okay. Wie dumm war das denn? Ich wollte doch nach oben gucken gehen.
Witzig. Okay. Vielleicht können wir auf andere Wege hoch. Nee, so nicht. So, das ist einer der Wege. Alter, ist das dein fucking Ernst? Okay. Dann mache ich das so. Mit einem Double Jump. Double Jump, genau. Ah, ist wieder so ein Silbersturm. Tja. Ist das so gewollt? Keine Ahnung. Mal was zum Lesen. Ja, was, wo, wie? Wow! Dieser kleine Hund. So, wir gucken uns noch mal ein bisschen um, ob hier noch irgendwas ist. Nein. Okay. Das heißt, hier haben wir noch was zum Lesen, ne? Und dann haben wir fertig. Verbrechen von Soratzras. Carlos, ich habe deine Nachricht erhalten. Und das gerade noch rechtzeitig. Die Patrouillen hinter unten kontrollierten jede Lieferung gründlich. Die Gerüchte über den Umbra-Krater sind falsch. Erst gestern wurde ein Mädchen begraben, das oben in Sotrasras ermordet wurde. Aber mir ging es genauso, als ich mit dir auf den Markt sprach. Ich war fasziniert. Inmitten all der Verbrechen in deiner Heimat einen normalen, anständigen Menschen zu finden. Von Erpressung und über korrupte Gerichte und Polizei bis hin zur weit überbreiteten Betrug hört man von allem. Vielleicht sind wir beide zu Opfer jahrzehntelanger Missverständnisse. Sind wir uns nicht eigentlich so ähnlich und du und ich? Was haben die angestellt? So, wir müssen ja mal gucken, gucken, gucken. Ja, hier würde auch noch was so gehen. Und dort. Da ist noch so viel zu tun hier. Gerberstation wäre unser nächstes Ziel. Aber wir können jetzt erstmal nach Hause gehen, wenn wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben jetzt, keine Ahnung, was haben wir denn geholt? Ach ja, stimmt ja. Für unsere Bäuerin, das
Upgrade-Material, ne? Ja, genau. Da. Sehr schön. So, was hast du denn für uns? Allmacht zurückgebracht. Emily Frey, die Bäuerin. Mein großer Almanach der Pflanzen und Setzlinge. Wunderbar. Es ist ein bisschen schmutzig, aber schön. In Ordnung. Es macht mir nichts aus, mir die Hände schmutzig zu machen. Dann wollen wir mal etwas anpflanzen. Cool. Wir haben das jetzt hier, ne? Ja, ich störe es mal hier ab. Okay, was können wir damit machen? Papier? Ofen. Ja, das können wir aktuell noch nicht. Ja, keine Ahnung, was machen wir damit? Ach so, dafür brauchen wir das da. Ah. Okay. Ach so, wir bekommen hier Dingens hier. 5 Stück. Und von den Zutaten nur muss ich sagen, die haben wir ja alle. Das ist sehr schön. Ui. Ja, einen Ofen können wir uns da aktuell noch nicht leisten. Das könnten wir noch machen. Ja, das geht auch, ne? Das ist Kondition. Heilung. Das ist einfach nur so. Okay. Ja, dafür brauchen wir halt einen Ofen, ne? Cool. Ja, wunderbar. So, Leute. Wir sind jetzt durch. Und was uns jetzt noch fehlt, ist nur noch die Gerberstation. Und die holen wir uns dann in der nächsten Folge. Dann würde ich mal sagen, bis dann. Ciao, ciao.